Rapper, die sind vor kurzem erst dazugestoßen. Also die haben dieses ganze Herzblut und was hat Mero erlebt? Der ist gerade 18 oder 17 Jahre alt. Er hat nur ein paar Texte aufgeschrieben, dass ich auch kann. Das kann jeder. Solche Texte aufnehmen, die Stat, das kann doch jeder machen. Man muss sich nur dieses Wissen aneignen, man muss sich die Programme holen, die Mikrofone, das kann jeder. Freunde, ihr seid alle so geblendet von den ganzen Klicks. So geblendet sind die Freunde. Bist du auf Sendung? Bist du auf Aufnahme? Ja. Okay, alles klar. Herzlich willkommen, meine lieben Freunde. Wir schalten ein zu den neuesten Themen. Klicks kaufen und so weiter nach dem kurzen Intro. Peace. Ja, meine lieben Freunde, ihr habt es wahrscheinlich schon mitbekommen. Ich habe, glaube ich, schon mal ein Video dazu rausgehauen. Und zwar steht im Moment die Kritik im Raum. Die Mero, Ferro, Zero, El Mero Leute haben wohl Klicks gekauft in den letzten Monaten. So, vor einigen Tagen kam eine Doku raus über einen sogenannten Ilan Josh Kuhn. Das ist ein Reporter und ein sogenannter Klicks-Käufer, ja, einer, der maskiert war und nicht zu erkennen war, dass er eine Person ist, die man kennt oder bla bla bla. Auf jeden Fall, Freunde, hat Khatar dazu jetzt einen Statement rausgehauen und zwar direkt kurz danach, wo dieses Video rauskam, ein Tag später. Wir reagieren jetzt komplett über dieses Video von Khatar. Das wird jetzt ungefähr 12 Minuten dauern. Ich danke euch schon mal, dass ihr euch dieses Video reinschaut, Freunde. Und wir gucken uns das mal an, was da so abgeht. So. So, Freunde, so. Ich nehme jetzt mal Stellung zu diesem Video, was auf YouTube hochgeladen wurde, in der ein Journalist namens Ilan Josh Kuhn und ein sehr mysteriöser Hacker durch die Blume behaupten, meine Künstler Mero und Serial Mero und mein Label Roofdeck Tracks würden Charts manipulieren, Fake Views kaufen, Fake Streams kaufen, bla 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 bla. Freunde, akzeptiert eine Sache. Mero hat alles rasiert, wird, so Gott will, weiter rasieren. Cerro El Mero rasiert gerade alles. Und so, meine lieben Freunde. Also, wir machen jetzt mal einen kurzen Stopp. Und zwar geht er jetzt nicht speziell auf dieses Thema ein. Und zwar sagt er jetzt nicht, dass die ganzen Instagram-Videos damals gehackt wurden und es wirklich Klickskäufer gab. Ne? Also, es gab ja wirklich von Mero, von Meros Seite und auch von den ganzen anderen Ferro, Mero, Zero, Lero gab es ja leichte Kritik an einen Menschen, der jetzt versucht hat, Klicks zu kaufen. Ne? Das lässt er jetzt aus dem Raum, sprich er sagt, dass diese Klicks von vornherein alle echt werden. Ne? Oder er sagt jetzt nicht, dass da irgendwas war, dass da wirklich mal Klicks, irgendwas da manipuliert wurde. Ja? Es wurde ja erwiesen, dass damals die Rapper gesagt haben, dass da irgendwas nicht stimmt und Leute haben es wirklich gemerkt. Darauf geht er natürlich nicht ein. Es wird vertuscht. Es wurde noch nie von uns für irgendeine Single oder Video von Mero oder irgendeine Single und Video von Cerro El Mero Fake Views oder Fake Streams gekauft. Wenn das jemand beweisen kann, soll er bitte hervortreten. In dieser Dokumentation wird gar nichts bewiesen. Nichts. Es wird nur durch die Blume irgendwas erzählt, aber es wird nichts bewiesen. So. Das ist natürlich richtig. Man kann durch diese Doku sehen, dass da was gemacht wird, ja. Aber man kann das ja natürlich nicht beweisen. Wie willst du das denn beweisen, dass die Klicks gekauft worden sind? Das ist nicht möglich. Wenn das professionell, wie gesagt, gemacht wird, dann ist das nicht möglich, das nachzuvollziehen. Ich kann mir auch da ein bisschen wissen, du kannst ja mittlerweile auch Klicks kaufen. Das ist ja kein Geheimnis mehr. Ich weiß nicht, keine Ahnung, 1 Million Views kosten, glaube ich, 6.000 Euro oder so. Ich weiß es nicht genau. Also möglich ist es. Und der YouTube-Zähler oder Instagram-Zähler wird das auch nicht wissen, dass du Klicks gekauft hast. Also es ist möglich, nachzuvollziehen und zu recherchieren, ob das wirklich so richtig gemacht wurde oder nicht, ist heutzutage nicht mehr machbar. Das bedeutet, es kann leicht manipuliert werden, ohne dass es jemand merkt. Sogar Instagram oder sogar auch YouTube oder Facebook können sowas nicht herausfinden. Da können selbst die besten Spezialisten daran gehen. Das kann keiner nachvollziehen. Das kann jeder faken, was er will. Nicht nur das, in dieser Dokumentation wurde versucht, das Gleiche dann zu machen, und zwar in die Charts zu kommen, aber mit Fake Views oder Fake Streams, aber das hat nicht geklappt.
Doch, es hat geklappt. Und zwar hat er innerhalb von ein paar Tagen, glaube ich, in diesem Dokumentation wurde es, glaube ich, innerhalb von 1-2-3 Tagen hat er gleich direkt 200 Klicks bekommen. Also es ist möglich. Es wurden 100.000 Streams generiert, wenn ich das richtig in Erinnerung habe aus der Doku. Und diese 100.000 Streams, wir haben heute, mein Label hat heute mit der GfK und mit dem Bundesverband für Medien gesprochen, mit dem Bundesverband für Musikindustrie gesprochen. Diese 100.000 Streams wurden als 6.000 Streams gewertet, weil da eine Auffälligkeit festgestellt wurde. Ich möchte jetzt so auf ein paar Punkte hier eingehen und ein paar Sachen klarstellen. Und zwar ist mir aufgefallen, dass einige Rapper da draußen, mit denen ich eigentlich gut bin, so, also ich bin denen gut gesonnen, so, ich feiere auch die Musik und auch ein paar andere Industrieleute sich gerade voll gefreut haben, so, ja, jetzt ist es endlich raus, ein Jan Delay, ein Sammy Deluxe, ein Flair, so, ja, jetzt ist es raus und das ist die Wahrheit und guck mal, Freunde, an alle Rapper da draußen. Ja, das ist jetzt auch nicht korrekt, ja, ob das jetzt stimmt oder nicht, man kann es ja wie gesagt nicht beweisen. Es wäre jetzt auch nicht korrekt, diese Leute jetzt zu kritisieren, so wie die komplette AON-Truppe, so wie Mero, Ferro und wie sie auch alle heißen. Ich meine, die machen gute Musik. Das ist ja nicht das, was hier kritisiert wird. Was kritisiert ist oder was kritisiert wird, ist, dass sie sich einen Hype künstlich gekauft haben. Ja? Das wird kritisiert. Dass sie jetzt im Nachhinein schöne, geile Musik machen, das ist ja durch diesen ganzen Klicks kaufen, diesen Hype ja entstanden. Ja? Würden sie diese Klicks und diese Hypes nicht kaufen, ja, dann würde es, glaube ich, keiner hören. Oder sie wären ganz normale Rapper und müssen sich Stück für Stück, Jahr für Jahr das aufbauen, wie es jeder andere Rapper gemacht hat. Ja, also, dass sich da einige Rapper aufregen, kann ich auch größtenteils auch verstehen. Ja, also ich würde mich auch aufregen, wenn ich einen YouTuber kennen würde, der mit mir angefangen hat vor einem Jahr und dann irgendwie innerhalb von einem Jahr so viele Klicks haben würde als ich, da würde ich mich auch ziemlich aufregen. Und wenn ich wüsste sogar, dass da ein Raum steht, dass er Klicks kauft, ich glaube, da würde ich mich noch mehr aufregen. Ja, ist ja wohl klar, ne? Was aber auch natürlich nicht fair ist, ja, weil im Endeffekt, das waren ja mal Freunde von ihm, wie er jetzt gerade sagt, oder die waren cool miteinander. Ja, ist schwierig. Ist sehr schwierig, Freund. Und alle Leute aus der Musikindustrie, die das anscheinend sehr stört, dass hier so ein großer Erfolg gefeiert wird und so großes Stream und... Ja, Freunde, das ist jetzt ziemlich widersprüchlich, was er sagt. Ja? Diese Klicks wurden gekauft. Das ist einfach Fakt. Und wenn sie nicht gekauft wurden von denen, wurden die Klicks von anderen gekauft. Das wurde ja schon vor vielen Monaten schon aufgedeckt, dass diese Klicks gekauft wurden. Also das Thema Klicks kaufen wird eigentlich komplett unter den Teppich gekehrt. Ja? Oder das mal was war. Ich meine, ich habe euch das andere Video ja gezeigt, ja, in dem Mero, Cero und alle gesagt haben, dass da wirklich Klicks gekauft wurden. Das heißt, es wurden Klicks gekauft, es wurde ein Hype erstellt, es wurde eine künstliche Blase wurde gebildet. Das ist Fakt, Freunde. Ja, lasst euch nicht blenden. Zahlen entstehen. Ich möchte euch eins sagen. Seid zufrieden mit dem, was ihr habt. Ihr habt vielleicht weniger Streams. Bei euch geht es halt nicht so ab. In der Streaming-Welt, wie bei den Künstlern. Aber seid trotzdem zufrieden. Ich bin selber ein Künstler, bei dem Streaming jetzt nicht voll durch die Decke geht, wie bei Mero, aber trotzdem, ich bin zufrieden. Er hat ja auch keine Klicks gekauft und er hat auch, glaube ich, in den letzten Jahren auch wenig an Musik rausgebracht, ja. Also wie gesagt, die Rapper sind ein bisschen sauer, mit Recht. Lieber Hatar. Baba Allah Babas. Ich bin halt von einer anderen Generation, das ist die neue Generation, das ist die neue Ära. Cero El Mero, Mero, auch ein Ferro, der gar nicht bei uns im Label ist, aber das ist die gleiche Ära. Diese neue Generation macht zum ersten Mal für Deutschrap, hat dafür gesorgt, dass Deutschrap zum ersten Mal einen eigenen Style hat. Bis jetzt. Ja, das stimmt ja auch und da kommen auch coole Künstler raus, die auch wirklich echte Klicks generieren. Aber es geht um die Klicks kaufen davor. Es geht nicht um jetzt, es geht um die Klickskäufe davor. Es wurde ein Hype erstellt und dieser Hype zieht sich jetzt immer und immer weiter vor. Freunde, ja? Lasst euch nicht blenden. Lasst euch nicht blenden.
Hast du immer Ami-Rap oder französischer Rap oder holländischer Rap oder was weiß ich für latinoamerikanischer Rap, der hier irgendwie adaptiert wurde. Ich gehöre auch dazu, also ich verurteile keinen, der das gemacht hat. Ich habe selber Boom-Bap und so gemacht, ich mache diesen Style und so, alles gut. Aber diese neue Generation hat ihren eigenen Style, orientalisch klingende Hooks, türkische Elemente, türkische, kurdische, arabische, the Double-Time-Raps, schnelle Raps, abgehende Raps. Das ist ein neuer Style, das ist eine neue Generation und diese Generation hat Erfolg. Sie findet Anklang bei der Jugend. Das ist so. Jeder, der Neffen, kleinere Brüder, kleine, jüngere Menschen in seiner Familie hat, weiß, dass sie alle Fans von Mero, Cero El Mero, Capital, Ferro sind. Die machen ja auch gute Musik, aber es geht um die Klickskäufe, es geht um den Hype, der jetzt generiert wurde. Hallo? Darum geht es, ja? Ich meine, da wurde jetzt etwas entwickelt, was natürlich, wo er natürlich recht hat. Leute machen diese Geschichte oder diese Story auch wirklich nach. Ich kenne mittlerweile so viele Rapper auf Instagram, oder es gibt so viele Rapper auf Instagram, die vor dem Auto stehen und irgendwelche Lieder da trällern, ja? So Autotune-mäßig. Gibt's viele, ne? Es ist ja auch cool, manches davon sind wirklich coole Rapper dabei. Aber es geht um die Klickkäuferei. Es geht nicht um eure Talente, es geht um das Klickskaufen. Das ist die neue Ära, wir sollten das akzeptieren. Und das möchte ich euch Rappern, die anscheinend ein bisschen unzufrieden sind, auch nahelegen. Des Weiteren möchte ich ein paar andere Punkte noch besprechen, hier in dem Statement. Und zwar wurde in der Doku wurden Sachen erzählt. Also in der Doku wurde erzählt, dass Cero El Mero mit seinem Video ohne Sinn, also da wurde angekündigt, ey, das wird jetzt rauskommen und guck mal, es wird voll abgehen, wie magisch, so von magischer Hand und da wurde wieder durch die Blume versucht, zu erklären. Shoutouts an Kollegen. dass das manipuliert sei von uns. Cero El Mero hatte nach einem Tag auf seinem Video ohne Sinn 250.000 Klicks. Diese Dokumentation von Ilhan Joshkun hat nach einem Tag 350.000 Klicks. Also heißt das jetzt automatisch, dass das gefaked ist und dass da manipuliert wurde oder wie ist das? Noch dazu möchte ich sagen, guck mal, 250.000 Klicks nach einem Tag ist zwar immer noch mehr als Flair und Sam Deluxe und Jan Delay zusammen, ne? Hey, gar kein... ist einfach Realität, aber es ist jetzt für unsere Verhältnisse auch nicht so die größte Explosion. Cero El Mero geht gut durch die Decke, wir sind auch zufrieden, wir sind dankbar, Gott sei Dank läuft das so und wir bauen weiter auf. Aber das ist jetzt nicht die größte Explosion aller Zeiten, so wie ihr das darstellt. Das sind 250.000 Klicks nach einem Tag. Ich meine, was? So viele Klicks habe ich noch nicht mal komplett auf meinem ganzen Kanal. Und ich bin schon ein Jahr am YouTube drehen. Akapi machen das jede Woche so. Das 3-, 4-, 5-fache so. Und wir haten die nicht dafür. Wir sagen eigentlich, ey, Samra, ey, Kapi, ey, das ist auf jeden Fall gefaked und so. Das zu dem Thema, was in der Doku besprochen wurde. Das nächste Thema, ich guck mal hier kurz auf meine Liste, weil das sind wirklich sehr viele Punkte. Und zwar genau. Ey, in der Doku, ey, Maestro sitzt da vorne, ey, sag, oder? Okay, in der Doku ist dieser Bondage-Fetisch-gestylte Hacker und dieser Ilhan Joshkun, die dann da sitzen und sagen, ey, guck mal, was fällt voll auf bei Meros Spotify-Profil, seine Songs sind alle zwischen 2 und 3 Minuten und das ist damals nicht so gewesen und was denkst du, warum die das machen? Guck mal, Freunde, jeder, der sich mit Musik ein bisschen auskennt, mit Rap-Musik und so ein bisschen aus dem Game ist oder das Game kennt, weiß, dass man damals 3-16er gekickt hat und einen Hook. Und heutzutage kickt man 2-12er und einen Hook und vielleicht noch eine B-Hook, eine Bridge. Das war's. Songs sind einfach kürzer. Es ist einfach so. Es ist 2019. Wir haben nicht mehr 1993. Sammy Deluxe. Akzeptiert das, Freunde, so, ey, no hate, so. Alles gut. Aber, rieche ich da einen neuen Beef zwischen Khatan und Sammy Deluxe, Alter? Also, Songs sind kürzer und macht daraus jetzt keinen Film. Guck mal, die Songs sind kurz. Deswegen wird manipuliert. Das zu dem Thema. Die GfK, genau, es werden 100.000 Streams werden in dieser Doku gefaked.
dieser Elan Joshkun rappt da irgendeinen Song, macht jetzt sich über Autotune lustig und über den Übernahmen, die irgendwie einen Error drin haben, in dem er sich Error nennt. Haha, voll lustig. Auf jeden Fall faken er und... Ja, stimmt, Alter. Error, ne? Wegen Ero. Wegen den Mero-Sachen. Hab ich gar nicht realisiert damals, Alter. Bondage-Hacker faken 100.000 Streams. Ich habe heute von meinem Label mitbekommen, mein Label hat mit der GfK und dem Bundesverband für Musikindustrie gesprochen. Diese 100.000 Streams wurden als 6.000 gewertet, weil das nur als 6.000 gewertet haben. Und anscheinend schaffen die es nicht, schafft der Bondage-Hacker und Elan Joshkun zusammen, schaffen es anscheinend nicht, in die Charts zu kommen, um 50 Millionen Streams zu machen mit Manipulation. Nochmal so ein Ding, was zeigt, dass diese Doku komplett haltlos und sinnlos ist. Klar, es ist, jeder kann irgendwie mit so tiefen Tönen so Großfamilienclans, Geldwäsche, hier werden Fakes gestreamt, Streams gefaked und so blablabla. Klar, man kann das so, es wird so dargestellt in dieser Doku, dass die Zuschauer für dumm verkauft werden, was ich sehr schade finde. Das ist natürlich auch schade, ja. Also das Problem ist, das hat jetzt viel Unruhe in Deutschrap reingebracht, Freunde. Diese ganzen Rapper, die sind vor kurzem erst dazugestoßen. Also die haben dieses ganze Herzblut und dieses ganze harte Arbeit haben die gar nicht erst erlebt, Freunde. Die haben nichts davon erlebt. Was hat Mero erlebt? Der ist gerade 18 oder 17 Jahre alt und der hat doch innerhalb von einem Jahr sofort Erfolg bekommen durch diese Klickskäuferei, ne? Was natürlich, okay, es ist natürlich nicht bewiesen, aber er hat keine Anstrengung in seinem Leben gehabt, in dieser Hinsicht. Er hat nur ein paar Texte aufgeschrieben, das ich auch kann, das kann jeder, solche Texte und ein bisschen mischen, aufnehmen, dies, das kann doch jeder machen. Man muss sich nur dieses Wissen aneignen, man muss sich die Programme holen, die Mikrofone, das kann jeder. Und Texte schreiben, das ist doch auch keine Kunst mehr heutzutage, ja. Er hat doch nichts in... Es gibt, ich will jetzt keine Rapper-Namen nennen, ne? Auf einmal kriege ich dann wieder Hate, aber es gibt so viele Rapper, die ich kenne, die es über Jahre, Raf Camora beispielsweise, wie viele Jahre hat der gebraucht, um erfolgreich zu sein? Ich meine, wenn der sich jetzt aufregt, wegen diesem Mero, Ferro, Ero, Lero, Zero, ist doch klar, Mann, ist doch klar, da will ich mich auch aufregen. Ich meine, die haben doch noch nichts in ihrem Leben jetzt großartig sich angestrengt. Hallo? Wie viele... Ich meine, sogar das Album von Mero, das wurde ja schon vorher produziert, die Lieder gab es ja schon, das ist jetzt nichts Neues gewesen, die hat er sich schon vorher, der hat die nur komplett nochmal neu mastern lassen, nur komplett neu aufnehmen lassen, ja, aber die Texte sind die gleichen, die Beats sind dieselben, ich meine, Freunde, ihr seid alle so geblendet von den ganzen Klicks, so geblendet sind die Freunde. Es ist eine große Ungerechtigkeit, was hier passiert. Und zwar wird einem Cero El Mero und einem Mero, die mit Schweiß und Tränen all das aufgebaut haben, auch ein Ferro, der jetzt nicht bei unserem Label ist, aber trotzdem auch bei ihm, es wird allen unterstellt, dass das Fake ist. Das heißt, all diese ganze Community, die sich aufgebaut haben, all diese Fans, die komplett hier hinter ihren Künstlern stellen, werden als Fake dargestellt, werden als nicht existierend dargestellt. Und alles, was die Künstler an Musik rausgebracht haben, wird als wertlos abgestempelt. So, es... Ich meine, da kam ja noch nicht viel. Es kam noch nicht viel von diesen ganzen Rappern. Ja, die haben noch nicht hunderte von Lieder rausgebracht. Wo so wie die ganzen alten Oldschool-Rapper-Freunde. Versteht ihr, was ich meine? Das sind noch Newcomer in diesem Sinne. Die gab es vor 10 Jahren noch nicht. Die sind gerade erst geboren, im Prinzip. Ja? Freunde, lasst euch nicht blenden. Fragt nach, guckt nach, checkt alles ab. Lasst euch auch nicht vor meinem Video blenden. Recherchiert selber. So Sammy Deluxe, Jan Delay, Flair, wer auch immer, die sich da noch freut und so. Ey, wie könnt ihr das machen so? Das sind junge Leute von der Straße, die einfach ihr Ding machen und damit Erfolg haben. Ich meine, ich bin wie ihr so, was Streams und so angeht. Bei mir geht jetzt nicht so voll die Post ab. Ich habe keine 50 Millionen Streams, aber so fühlt das doch ein bisschen mit. So versteht doch so akzeptiert das, gönnt einfach ein bisschen. Es ist sehr schade,
dass das so aufgefasst wird. Es ist sehr schade, dass der Erfolg von den jungen Kids so viele Leute stört im Rap-Game und in der Industrie. Ich finde aber, wir sollten was dagegen tun. Deswegen appelliere ich an alle Fans von Cero El Mero, von Mero, von Ferro, von Capital Bra, von Samra, weil die Namen sind jetzt auch im Hintergrund öfter gefallen. Ich appelliere an alle Fans da draußen, wir lassen das nicht mit uns machen. So, Freunde, nochmal, ich kann es nur nochmal sagen, Freunde, mittlerweile haben diese Rapper ihre Fans bekommen. Versteht ihr? Dieses Klicks kaufen war ja in den letzten Monaten gewesen. Dadurch hat sich ein Hype entwickelt, ja? Sogar Mero lief sogar im Radio. Sogar diese ganzen Kapitallieder, die liefen alle im Radio, versteht ihr, Freunde? Natürlich welche, die natürlich nicht irgendwie irgendwelche Gewalt oder sonst was enthalten haben, sondern, versteht ihr, was ich meine? Diese Rapper sind jetzt in einem Rang reingekommen. Dieses ganze Klickskäuferei, das ist damals gewesen, jetzt nicht mehr. Jetzt gibt es echte Streams, jetzt sind es echt Millionen von Leuten, die auf diese Rapper jetzt aufmerksam geworden sind. Versteht ihr, was ich meine, Freunde? Jetzt sind es echte Klicks. Davor waren es Fake-Klicks, jetzt sind es echte. Ich finde einfach, ich weiß auch nicht, Freunde. Ich meine, keine Ahnung, Mann. Dieses Video wird wahrscheinlich auch wieder gehatet, ja, aber... Die kleinen Kinder werden es nicht verstehen, aber die ältere Generation, die wird es verstehen, Freunde. Das ist alles nur, das ist einfach alles nur einfach falsch, ja. Das ist alles dreckig. Lasst uns auf jeden Post, auf jede Aktion von diesen Leuten, die gegen diese neue, diese Bewegung der neuen Generation, dieser neuen Ära sind, lasst uns kommentieren. Hashtag Mach kein Auge. Hashtag mach kein Auge bei Sammy Deluxe. Hashtag mach kein Auge bei Jan Delay. Hashtag mach kein Auge bei Flair. Hashtag mach kein Auge bei all diesen Leuten, die gegen Cero El Mero, Mero, Ferro und alle anderen erfolgreichen jungen Künstler sind. So, Freunde, das war's mit dem Video, Freunde. Ich möchte jetzt dazu jetzt nicht mehr viel sagen. Ich möchte das Video nicht übertrieben in die Länge ziehen. Ich danke euch fürs Einschalten. Und es gibt natürlich jede Woche wieder neue Rap-Talk-Folgen. Und ich danke euch fürs Einschalten, meine lieben Freunde. Bis die Tage. Peace out. Abonniert meinen Kanal, lasst ein Like da und bis demnächst.